Moinsen, heute gibt es eine andere Kleinigkeit. Es soll keine Review sein, denn als mein AMG-Wheel von Cube Controls letztens vom Simrail-Shop hier aufgetaucht ist, bin ich mal kurz ein bisschen gefrustet gewesen, denn wir sind ein 6-Stunden-Rennen auf Le Mans gefahren und leider haben wir einen Motorschaden gehabt nach 30 Minuten und das war dann ein bisschen doof und irgendwie musste ich meinen Frust rauslassen und habe mir gedacht, Mensch, lern noch mal was Neues. Guck dir doch einfach mal SimHub an. Und in SimHub habe ich mir jetzt sowas wie einen Killswitch gebaut. Und was macht jetzt ein Killswitch, fragst du dich? Das möchte ich dir kurz mal zeigen. Wenn wir jetzt also hier mal ins Spiel reingehen oder in die Sim, kannst du sehen, dass hier momentan alles aus ist. Also du siehst ja hier, die ganzen Displays sind aus und auch das Lenkrad ist aus. Und ich fand das immer total bemerkenswert, dass das alles an war. Aber irgendwie fand ich das auch wieder nicht so bemerkenswert und wollte das eigentlich an das Auto knüpfen. Und jetzt passiert nämlich Folgendes, wenn ich hier die Zündung anmache, dann geht hier einfach alles an. Und dann passieren viele schöne Dinge. Und das würde ich dir jetzt gerne zeigen, wie du so ein Killswitch einrichten kannst. Und dafür brauchst du SimHub. Und das muss nicht unbedingt dieses Wheel sein. Es gibt ja auch andere Wheels und auch andere Dinge, die mit passieren. Dafür brauchst du nicht unbedingt das AMG-Wheel. Das ist alles Mögliche, was in SimHub drin ist, kannst du damit machen. Wir machen das jetzt nur anhand des AMG-Wheels. Wenn du jetzt mal guckst, siehst du, dass hier alles aus ist. Und ich würde dir gerne zeigen, wie das funktioniert. Denn das war gar nicht so trivial für mich. Erstens habe ich mich darum gekümmert, wie kriege ich das hier eigentlich aus, wenn ich im Spiel bin und ich im Auto sitze. Und dafür müssen wir jetzt mal hier in SimHub rein, unter die Devices gehen. Wenn du jetzt ein Device hast, wie meine Wenigkeit, was Buttonfarben hat, das gilt auch für alle anderen Devices, die hier drin sind, kommst du hier beispielsweise in den LED-Editor. Und hier kannst du sehen, habe ich verschiedene Ordner eingestellt. Und hier zum Beispiel gibt es einen, der heißt Zündung an, Motor aus und Zündung an. Wenn ich jetzt hier mal reingehe, dieser Ordner heißt When Formula is True, dann kannst du Folgendes sehen. Ich habe hier den Lichteffekt von dem Lenkrad auf die Brightness von 1 gestellt. Das heißt, 1 ist aus. Bei 0 würde nichts passieren. Das heißt, du solltest hier die 1 einstellen. Und das habe ich an Bedingungen geknüpft. Und das funktioniert nur, wenn du mit When Formula is True benutzt. Und dann hast du hier zum Beispiel die Condition. Und wenn du hier mal auf Edit klickst, kannst du hier die Condition angeben. Und boy oh boy, kannst du hier viel einstellen. Weil wenn du jetzt mal hier auf Insert Property gehst, ist diese Liste ellenlos lang. Und du kannst hier beispielsweise, wenn wir jetzt mal in die Suchzeile gehen, Engine eingeben. Und Engine hast du zwei Attribute, die hier ausgegeben werden. Einmal Ignition is on und einmal Engine is started. Das heißt also, wenn bei mir jetzt beispielsweise, wie jetzt in dem Moment, das Auto aus ist, ist hier alles aus. Super simpel. Das heißt also, ich nehme hier das Attribut Engine Ignition is on ist gleich 0, weil 0 heißt ja ist aus. Dann stellt er die Effekte auf 1 von der Brightness. Jetzt machen wir mal hier die Zündung, weil ich habe ja jetzt gerade, kannst du sehen, wenn ich hier drauf drücke, gibt es keinen Pit Limiter. Das heißt also, wenn ich die Zündung anhaben möchte, möchte ich nur, dass der Pit Limiter funktioniert. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise in einem Endo-Rennen in das Auto einsteige, dann sehe ich sofort, ob der Pit Limiter an ist oder nicht, wenn ich das, wenn ich die Zündung anmache. Wenn ich jetzt aber sage, die Zündung ist an und der Motor ist an, dann stelle mir bitte die Brightness von den ganzen Sachen hier auf 100%. Und das können wir auch wieder super simpel machen, indem wir sagen Engine Ignition on gleich 1 und, das ist wichtig, der Motor ist gestartet, auch auf 1. Und dann gehen alle diese Effekte hier los. Und ich habe da folgende Effekte drin. Ich habe jetzt nur den Spotter links und den Spotter rechts. Das heißt also, auf der einen Seite wird mir angezeigt, wenn ein Auto links ist und auf der anderen wird mir angezeigt, ob ein Auto rechts ist. Hier kannst du alle möglichen Effekte einfügen. Von Fuel Level bis hin zu, du musst schalten, also wenn dein Schaltpunkt erreicht ist, fängt das ganze Lenkrad an zu blinken. Du kannst hier allerhand Sachen hinzufügen. Wenn du jetzt hier mal bei Effekt reingehst, hast du hier wirklich tausende Sachen. Das Wichtigste ist aber, um den Killswitch zu bauen, dass du den Ordner nimmst, When Formula is True.
Weil damit kannst du angeben, dass halt Motor gestartet sein soll oder die Ignition an ist. Was ich auch sehr schön finde, ist das hier. Denn du kannst das Ganze nämlich auch für ein Keyboard, für eine Keyboard-Abfrage machen. Bei mir liegt der Start auf S. Und dann siehst du hier Import, Input Keyboard Reader Plugin .S ist gleich 1. Das heißt, sobald ich die Taste S drücke, also in dem Moment hier auf meinem Loop-Deck, den Starter drücke, dann fängt ihr auch einen weiteren Effekt an abzuspielen und der ist hier unten drin. Das ist einfach nur eine Animation, wo wir die Farben wechseln, dass ich sehe, dass ich den Starter drücke, falls ich vielleicht irgendwann mal Radieschen in den Ohren habe und das nicht höre. Wenn wir jetzt mal ins Spiel reingehen, ich drücke mal kurz den Kill-Switch, dann siehst du, dass jetzt hier gerade alles aus ist. So, ich mache die Zündung an. Jetzt siehst du, der Pit-Limiter ist an. Vorher ist hier nichts passiert, ne? Also war tote Hose. Ich drücke nochmal Kill-Switch, alles aus. Ich drücke, hier kommt nichts. Jetzt mache ich die Zündung wieder an, drücke da drauf und jetzt siehst du, dass der Pit-Limiter an ist. Wenn ich jetzt die Zündung drücke, siehst du auch, passiert dir Folgendes, ne? Also die Animation läuft ab und dann kannst du das alles hier auf dein Lenkrad packen, was ich dir eben gerade gezeigt habe. So, jetzt fragst du dich wahrscheinlich, Mensch, aber Dizzy, wieso sind denn deine Displays oben aus und wie hast du das gemacht? Super simpel, zeige ich dir. Wenn du jetzt das Ganze hier wieder verlässt und wir wollen ja jetzt uns um die Displays kümmern, nehmen wir jetzt einfach mal hier 3D-Dash, das ist mein Dashboard, was ich in der Mitte habe. Und beim Dashboard hast du folgende Möglichkeiten. Du kannst auf Controls gehen, hier oben, und da hast du die Möglichkeit, die Brightness von Plus auf Minus zu stellen. Das ist natürlich jetzt nicht dasselbe wie es ist tot, ne? Aber es ist am Ende aus. Und darum geht es uns ja. Und dann stellst du hier unten die Brightness Chain Step auf 255, das ist das Maximum. Es geht von 1 bis 255. Das heißt also, wenn wir die Brightness auf Minus stellen, das liegt jetzt hier bei mir auf F12. Wenn wir also auf Minus stellen, geht er auf 1 zurück und wenn wir auf Plus stellen, geht er auf 255 zurück. Das heißt, er ist bei 1 ist er aus und bei 255 ist er an. Das heißt also, wir machen das jetzt gewieft, denn wir haben ja die ganzen anderen Bedingungen von dem Lenkrad, haben wir an die Ignition gekoppelt. Das heißt, hier koppeln wir das einfach an die Taste I, weil I ist jetzt die Ignition in dem Fall. Das heißt, wenn wir I betätigen, stellt er die Brightness auf 100%. Das heißt, die Dinger gehen dann an. Wenn wir jetzt F12 drücken würden, dann ist alles aus. Und jetzt kommt der ganze Clou an der Sache. Damit wir das beides gleichzeitig ausführen, habe ich im Loop Deck, das kannst du auch in SimHub selber machen, aber ich habe jetzt im Loop Deck, wenn wir hier mal auf meine iRacing, auf meinen iRacing-Ordner gehen und wir nehmen mal hier den Kill-Switch, habe ich hier ein Makro drin. Das heißt, wenn ich den Kill-Switch drücke, macht er sowohl die Zündung aus als auch F12. Wenn wir jetzt F12 drücken, gehen die Bildschirme aus, aber diese Taste führt auch gleichzeitig noch die Ignition aus. Das heißt also, wenn du diese Taste jetzt drücken würdest, macht er den Motor aus. Daran ist das Lenkrad gekoppelt, dass alles ausgeht. Und die Bildschirme gehen auch aus. Das heißt also, wenn wir das jetzt nochmal machen, wir machen jetzt die Zündung an, alles geht an, also alle anderen Sachen sind auch aus, meine RGB-Matrix etc. pp. Das ist immer dasselbe, when Formula is on, das kannst du überall so einstellen. Dann siehst du, dass er angeht und jetzt drücke ich nochmal die andere Taste, er führt I und F12 aus und hier geht alles wieder aus. Und so hast du dir einen Kill-Switch gebaut. Und hast das quasi wie im Auto. Wenn dein Auto in-game aus ist, dann ist es vor dir auch aus. Ziemlich simpel. Ich wünsche dir dabei sehr viel Spaß. Ich denke, da draußen sind noch ein paar Leute, die noch ein bisschen mehr über SimHub wissen. Das hier ist nur oberflächliches Zeug. Man kann da drinnen noch mit Funktionen arbeiten. If, this, then, that, dies, das, Ananas, kann man alles machen. Aber so weit bin ich noch nicht reingedived. Und ich fand diese Idee, das hier umzusetzen, sehr, sehr schön. Ich hoffe, das erspart dir 4 Stunden deiner Lebenszeit, denn bei mir hat es wirklich lange gedauert, bis ich das rausgefunden habe. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbasteln und vielleicht kannst du mich ja wissen lassen, ob du dir das auch gebastelt hast und ob du das cool findest und dann schreibst du mir das mal in die Kommentare. Und jetzt wünsche ich dir einen unglaublich schönen Tag. Vielen Dank, dass du dir das Video angeguckt hast. Smash nochmal den Daumen hoch, runter, je nachdem, wie du Bock drauf hast. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Wow. Bis dann.